Das Videobild von einer Türsprechanlage in der Fritz-App Phone, jetzt bei Frag Fritz. Es gibt etwas Neues in unserer Fritz-App Phone, nämlich die Möglichkeit, das Videobild einer Türsprechanlage auch auf dem Smartphone anzeigen zu lassen. Und da sind viele Fragen gekommen, oh, was ist denn das, wie geht denn das? Und das zeigen wir euch natürlich gerne. Was braucht ihr? Klar, eine Türsprechanlage mit Videokamera und die Fritz-App Phone, die aktuellste Version für iOS oder Android, dass die installiert ist, an der Box angemeldet ist und natürlich entsprechend läuft. Alles andere wird in der Türsprechanlage eingerichtet. Das zeige ich euch mal. Wir haben ja einen ausführlichen Talk dazu, aber hier nochmal in aller Kürze. Telefonie, Telefoniegeräte. Da ist meine Türsprechanlage, die ist angemeldet. Die klingelt dann entsprechend, wenn man den Taster drückt. Und wichtig für die Videobildübertragung ist natürlich, dass hier ein Live-Bild-Pfad hinterlegt ist. Idealerweise im JPEG-Format. Das ist ein Einzelbildabruf. Das geht wunderbar mit dem Fritz Phone und auch mit den Apps. Wenn ihr das hier eingerichtet habt, müsst ihr weder am Fritz Phone noch an der Fritz-App Phone irgendetwas machen. Der Rest passiert vollautomatisch. Also, um die Funktion nutzen zu können, wenn ihr schon eine Türsprechanlage habt, einfach nur die Fritz-App Phone aktualisieren und dann funktioniert's. Und wir gucken uns auch mal an, wie das funktioniert. Ich werde jetzt also mal diesen Taster hier drücken, beim Peter Müller mal klingeln. Jetzt klingelt es natürlich erstmal. Ich sehe dann auch, dass auf dem Fritz Phone gleich das Videobild kommt und ich sehe auch auf der Fritz-App Phone. Klingeltaste 1 ruft an. Ich sehe das Videobild mit ein bisschen Verzögerung, aber wenn ich es hier winke, dann sieht man das auch. Ihr habt die Möglichkeit, mit der Person zu sprechen, das Ganze abzulehnen oder eben auch die Tür zu öffnen und ihn direkt reinzulassen. Gehst hier mal ran, dann kann ich mit der Person auch reden, die Tür öffnen und auflegen und der Besuch ist da. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Wir werden es lesen und beim nächsten Frag Fritz vielleicht schon beantworten. Damit ihr den nicht verpasst, denkt dran, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.